Baut Finnland bald einen Zaun an seiner Grenze zu Russland? Die Baupläne dafür in Helsinki werden immer konkreter. Weiter kein Vertrauen in Frontex. EU-Parlament bemängelt erneut Haushaltsführung. Heißer Herbst. Viele Franzosen genießen das ungewöhnlich warme Oktoberwetter. Aber viele sind auch beunruhigt. In Finnland sind die Baupläne für einen Grenzzaun mit Russland einen Schritt vorangekommen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine gewinne das Vorhaben immer mehr an parteiübergreifender Unterstützung, sagt Regierungschefin Sanna Marin. In Helsinki wächst die Sorge über eine mögliche Welle von Massenmigration und illegalen Grenzübertritten aus Russland. Finnland hat von allen EU-Ländern die längste Grenze zu Russland. Der Zaun soll im Südosten des Landes gebaut werden, wo der meiste Grenzverkehr stattfindet. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Grenzschutztruppen ausreichend unterstützt werden, um wirksame und angemessene Grenzkontrollen durchführen zu können. Außerdem müssen wir auf etwaige Störsituationen vorbereitet sein. Über 1300 Kilometer erstreckt sich Finnlands östliche Grenze mit Russland. Die Baupläne sehen nun vor, Teilzäune zu errichten. Geschätzt werden die Kosten auf mehrere hundert Millionen Euro, die Bauzeit bis zu 4 Jahren. Davon erhofft man sich in Helsinki vorbereitet zu sein, sollte Moskau Migrationsbewegungen für politischen Druck nutzen. In den belagerten ukrainischen Städten bereiten sich die Menschen auf den harten Winter vor. Der freiwillige Helfer Jura Sokorov bringt in Bachmut 6 Heizöfen in eine Notunterkunft. Die Russen belagern die Stadt, aber sie ist noch unter ukrainischer Kontrolle. Hier sollen noch 10.000 Menschen leben, ohne Gas oder Strom. Die Temperaturen werden bald auf bis zu minus 20 Grad stürzen. Es ist entscheidend. Das kalte Wetter bringt Krankheiten und Grippe mit sich. Vor allem für ältere Menschen, die schwächer sind, gibt es hier keine Medikamente mehr. Auch in Slowjansk gibt es weder Strom noch Gas. Ludmila Abramenko und ihre Familie heizen mit dem Holz, das die Stadt an die Menschen verteilt. Doch der Ofen ist nicht im Haus drin. Kochen tun wir jetzt hier. Seitdem wir weder Strom noch Gas haben, gehen wir nach draußen. Es ist kalt und wir machen ein kleines Feuer. Wir schlafen voll bekleidet. Wir tragen dabei zwar keine Mäntel, ziehen aber Pullover und Socken an und bleiben wegen der Kälte unter der Decke. Selbst in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir das nicht vorstellen können. Weil die Russen neulich das Wärmekraftwerk in Slowjansk bombardierten, ist die gesamte Stadt und auch das städtische Krankenhaus ohne Heizung. Leiterin Valentina Gluschenko ließ 2 große Holzöfen installieren. Dank der Holzöfen haben wir keine Angst vorm Winter, aber wir hoffen, dass die Russen diesen Ort nicht angreifen. Wir können bauen, was wir wollen, aber sie können uns immer noch angreifen. Anderen Bewohnern von Slowjansk bleibt zurzeit nichts anderes übrig, als nach Holz in den Trümmern der zerstörten Häuser zu suchen und zu hoffen, so durch den bitterkalten ukrainischen Winter durchkommen zu können. Was genau führt Elon Musk im Schilde? Erst stellte er der Ukraine monatelang angeblich gratis Starlink, das Satelliteninternet seiner Raumfahrtfirma SpaceX, zur Verfügung. Dann drohte er damit, die Satellitenverbindung wieder abzustellen, sollte nicht die US-Regierung einen Teil der Finanzierung übernehmen. Zwischendurch hatte er auf Twitter auch noch einen persönlichen Friedensplan parat, mit dem er in der Ukraine und in den USA gehörig abblitzte und für einen Shitstorm sorgte. Kurz darauf kam dann die erneute Kehrtwende. Musk wolle Starlink für die Ukraine doch, so wörtlich, weiter kostenlos finanzieren. Ein bitteres Hin und Her für die Menschen in der Ukraine, insbesondere die Armee, die auf das Internet angewiesen ist. Das Thema bewegt bis auf EU-Ebene, wie das Magazin Politico unter Berufung auf den litauischen Außenminister Gabrielus Landsbergis berichtet. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell habe es auf die Tagesordnung gesetzt. Man wolle über eine Beteiligung an der Finanzierung diskutieren, um sicherzustellen, dass die Ukraine weiterhin Zugang zu den wichtigen Starlink-Internetdiensten habe. Denn es sei zu gefährlich, diese Macht einer einzigen Person zu überlassen, die von einem Tag auf den anderen beschließen könnte, das Internet in der gesamten Ukraine abzuschalten. The first part, who's in favor?
Das Europäische Parlament hat erneut die Haushaltsführung der Grenzschutzagentur Frontex bemängelt. Die Abgeordneten lehnten in Straßburg die Entlastung des Frontex-Etats für das Jahr 2020 mehrheitlich zum zweiten Mal ab. Zur Mehrheit gehörten vor allem linke Fraktionen, die das Verhalten der Agentur in den vergangenen Jahren scharf kritisiert hatten. Es sei deutlich zu sehen, dass an den Außengrenzen der EU eine inakzeptable Situation herrsche, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Terry Reintke. Frontex habe davon zumindest Kenntnis gehabt und nicht genug getan, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Wenige Tage vor der Abstimmung wurde der Presse der vollständige Text eines Berichts der Antikorruptionsbehörde OLAF zugespielt. Aus dem geht hervor, dass Beamte von Frontex Fälle von Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen nicht gemeldet und die Europäische Kommission und das Parlament belogen hatten. In zumindest einem Fall wurde ein Boot in Seenot ignoriert. Zwar trat Frontex-Direktor Fabrice Leggeri im April zurück, aber für einige Abgeordnete war dies nicht genug. Natürlich spielten der Direktor und die Führung von Frontex eine große Rolle, aber die Agentur müsse viel besser kontrolliert werden, sagte die schwedische Linksabgeordnete Malin Björk. Frontex solle eine Unterstützung für die Mitgliedstaaten sein, aber auch die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung des EU-Rechts wahren. Sich aber an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig zu machen, sei das genaue Gegenteil. Unterstützung bekam Frontex indes von Vertretern konservativer Parteien. Diese unterstrichen die Rolle von Frontex beim Schutz der EU-Grenzen und der Bekämpfung der illegalen Migration. Man stehe an der Seite der Beamten, die die Arbeit erledigten, um Europas Grenzen zu schützen, so der deutsche Christdemokrat Manfred Weber. Die mit der Abstimmung einhergehende Entschließung fordert Frontex auf, seine Unterstützung für Rückführungsaktionen der ungarischen Behörden zu stoppen und mögliche Menschenrechtsverletzungen an der griechisch-türkischen Grenze zu dokumentieren. Sommeridylle in Frankreich. Nur ist es nicht wirklich Sommer, oder sollte es zumindest laut Kalender nicht sein. Denn das sind aktuelle Bilder aus dem französischen Südwesten mitten im Oktober. Und vorerst bleibt es auch so warm. Für die nächsten Tage sind über 30 Grad vorhergesagt. Die Menschen freut es zwar, denn das heißt für sie weniger heizen, ein schöner Nebeneffekt bei den hohen Energiepreisen. Trotzdem spüren sie, dass irgendetwas nicht stimmt. Das ist nicht normal. Zu dieser Jahreszeit sollten wir eigentlich Frost haben. Die Vögel fliegen nicht in den Süden. Wir verstehen es nicht. Was geht hier vor? Der Planet ist in Gefahr. In Toulouse sind zurzeit manche Flussabschnitte immer noch trocken, wo sie jetzt eigentlich mit Wasser bedeckt sein sollten. Es ist beeindruckend, dass wir in diesem Jahr am 10. Juli, 10. August, 10. September und nun auch am 10. Oktober hier laufen konnten. Wir haben also 4 Monate, in denen das Wasser der Garonne sehr niedrig ist. Auch hier in Bordeaux genießen viele das angenehme Oktoberwetter, aber etwas besorgt sind sie trotzdem. Es ist beunruhigend, aber ich denke nicht, dass man immer alles auf die Erderwärmung zurückführen sollte. Wir haben in diesem Sommer viel Trockenheit erlebt. Das war wirklich beunruhigend. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob es vielleicht eines Tages am 25. Dezember so warm sein würde. Dann wäre das wirklich beunruhigend. Ursache der verhältnismäßig hohen Temperaturen ist ein warmer Wind, der zurzeit von Nordwestafrika über Westeuropa bis hin nach Großbritannien zieht. Die Besatzung des venezolanischen Flugzeugs, das wegen der US-Sanktionen in Argentinien festgehalten wurde, ist freigekommen. 3 iranische und 2 venezolanische Staatsbürger, die sich noch an Bord des Frachtflugzeugs befanden, durften das Land verlassen, da keine Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung vorliegen. Die anderen 14 Besatzungsmitglieder konnten bereits im September ausreisen. Eines der Crewmitglieder, der Finanzchef des venezolanischen Unternehmens Emtrasur, dem die Boeing 747 gehört, erklärte, dass der Fall niemals hätte eingeleitet werden dürfen. Die Tatsache, dass 5 iranische Ausbilder an Bord waren, bedeutet nicht, dass wir ein Verbrechen begehen werden. Venezolaner würden niemals hierher zum argentinischen Bruder kommen, um einen Angriff oder etwas Illegales zu tun. Definitiv nicht. Emtrasur ist eine Tochtergesellschaft der venezolanischen Fluggesellschaft Conviasa, Zionen des US-Finanzministeriums steht.
Das Flugzeug wurde 2021 von der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air gekauft und hatte Autoteile geladen.